Sie Lords und Sie Ladies, heute habe ich für euch den El Rondel Artesano 9 Jahre Tawny Pot Cask Finish Rum. Puh, langer Titel, ich hoffe, der wird lecker. Den jüngeren Bruder, nämlich den Ruby Cask Finish Rum, habe ich euch ja schon vorgestellt. Und das hier ist der Tawny Cask Finish Rum. Was ich gelesen habe, ist, dass dieser Rum atmen muss. Ihr seht, das Siegel ist schon auf. Und ich habe vorher diesen Rum schon eingeschenkt, damit er ein bisschen atmen kann. Soll dem ja ganz gut tun. So, gucken wir uns erstmal an. Sieht ähnlich aus wie sein Bruder aus dem Ruby Cask Finish. Ne? Also nicht so tief dunkel, sondern ein bisschen heller, strohiger. Oh, angenehm, wirklich angenehm. So. Und ich vergleiche ja jetzt schon mit dem Ruby Cask Finish, den Tawny Cask Finish Rum. Also stelle ich den Ruby mal daneben und habe auch den schon mal vorher eingeschenkt. So, Sachen vergleichst du am besten, indem du beide vor dir hast. So, nochmal nebeneinander. Ja, oh, Tatsache, der Ruby Cask Finish ist so ein bisschen, ja, dunkler. Tatsache. Bisschen rötlicher, bisschen oranger sozusagen. Gucken, die Flaschen nebeneinander. Ja, etwas dunkler ist der schon. Inhaltlich. Ich habe mich ja informiert, es gibt so zwei größere Strömungen bei Portweinen. Das eine ist tatsächlich Ruby Cask und das andere ist Tawny Cask. Interessanterweise, Portwein kommt ja aus Portugal. Ne? Da spricht man eigentlich Portugiesisch. Ich habe keine Ahnung, warum das jetzt Ruby Tawny, keine Ahnung, ist ja irgendwie Englisch. Aber es gibt auch Unterschiede in der Reifung. Ne? Ruby ist hauptsächlich in der Flasche gereifter Portwein und zwar aus roten Trauben. Das gibt ihm so kräftige, fruchtige Aromen. Und Tawny ist eher im Fass gereift. Und das verleiht dem Ganzen natürlich diese tiefen, holzigen Noten und Geschmack nach Trockenfrüchten und Nüssen. Jetzt mal schauen. Dieser Rum hier hat übrigens 41,7%. Und mal gucken, der Ruby 42,4%. Also das ist immer so ein bisschen, je nach Fass, je nach Verdünnung, da ist mal mehr oder mal weniger Alkohol drin, aber so Pi mal Auge ist das so ungefähr ganz dicker Daumen gleich. So, und der hat ein bisschen geatmet, also schauen wir mal, was sich so für Aromen hier ergeben. Also auf jeden Fall riechst du Holz hier drin. So süßliche Noten und ja, tatsächlich, so leicht nussig, ne? So walnussig kenne ich ja jetzt. Vielleicht spielt im Hintergrund noch ein bisschen Orange mit. Ja, so leicht süßlich, zitrusig. Kann ich hier tatsächlich auch mit meiner Nase erschnuppern. Jetzt mal. Den Ruby Cask dagegen. Weniger holzig. Hier kommen Tatsache eher die fruchtigen Noten zum Vorschein, wenn man die beiden mal so gegeneinander vergleicht. Einzeln hätte ich wahrscheinlich auch gesagt, pass auf, da ist natürlich ein bisschen ein Klappernholz und sowas alles drin, klar. Also im direkten Vergleich Holz, Frucht. Tatsache. Also kann ich hier schon mal bestätigen. Und jetzt nützt ja nichts. Muss ich den auch probieren. Prost auf euch. Hm, wird noch intensiver, so dieses Aroma nach roten Früchten, also Kirsche merke ich daraus. Hm, so ein leicht nussiges Aroma. Könnte auch, ja, könnte möglicherweise auch so ein bisschen eine reifere Pflaume sein. Naja. Nehmen wir nochmal einen zweiten Schluck. Also, wie gesagt, gerne mal einen zweiten Schluck nehmen. So im ersten, da ist erstmal die Zunge so ein bisschen weggehauen von dem Alkohol und muss sich erstmal orientieren, was habe ich denn da eigentlich gerade so auf der Zungenspitze. Mal schauen, was ich jetzt schmecke. Holzigkeit, Fruchtigkeit. Bleibt auch so leicht in Richtung orangig. Und so eine subtile Süße. Also nicht so in die, also mitten rein, ne? Süße.
Und natürlich das Holz. Bitte, als ob du ins Brett beißt. So, mal dagegen den Ruby. Obwohl der mehr Alkohol hat, nur ein bisschen sanfter, ein bisschen harmonischer, finde ich sogar. Vielleicht noch ein bisschen sirupiger. Und dann noch den Tronny. Dagegen leicht bissiger, auf jeden Fall. Tatsächlich, also neben dem Holz auch noch so ein bisschen fruchtiger. Großartig. Und der klingt lange nach. Oh. Ah, Freunde. Ja. Nachklang tatsächlich so ein bisschen trockener mittlerweile, wenn du den länger auf der Zunge hast. So im Nachklang. Also ist schon ziemlich lang. Ja, ich hatte natürlich mich informiert, so ein bisschen cremig, klar. Aber die Schokoladennoten, von denen da berichtet wird, weiß ich nicht. Also wenn, dann höchstens so Milchschokolade auf jeden Fall. Nicht so ein Kracher von Zartbitter. Hier auch so eher so einen holzigen und fruchtigen Ton. Aber obwohl da überhaupt kein Zucker drin ist, also nichts Nachgesüßtes, ist er so leicht süß auf der ganzen Zunge. Nochmal den kleinen Bruder, sozusagen. So einen leichten, wie jetzt gesagt, Kokosanklang gibt es da drin. Naja, was man nicht alles rausschmecken kann. Also, wir waren ja hier beim Tony Cask 9 Jahre. Und ein durchaus fruchtiger, holziger Rum. Also, wenn ihr den mögt, wie gesagt, wie immer, ich stelle euch einen Link unten in die Beschreibung rein. Da könnt ihr dann mal nachgucken, ob ihr den haben mögt oder nicht. Auf jeden Fall ein schöner Begleiter, mit dem man sich etwas länger beschäftigen muss. Das ist nicht nur mal so ein, ach, ich nehme mal einen Schluck rum, sondern da kannst du eine ganze Menge Nuancen entdecken, wie ich schon sagte. So zwischen nussig, holzig, fruchtig, alles da drin. Also insgesamt ein ziemlich schöner Rum, mit dem man sich länger beschäftigen kann. Also ich werde das auf jeden Fall tun und Gott sei Dank, angebrochene Flasche kann es ja auch nicht stehen lassen, ne? Freunde, das war's erstmal von mir und ich sage Tschüss und bis zum nächsten Rum.